Hallo liebe Dschungelkinder! In den bisherigen Videos über das Sinfonieorchester hast du bereits über das Schlagzeug gehört und über die Blechblasinstrumente und wo sie im Orchester sitzen. Jetzt haben wir gerade bei dem Horn im letzten Video gehört, dass das Horn eigentlich ein bisschen woanders sitzt, als ihr es hier auf dem Bild seht. Und dafür habe ich euch was mitgebracht, was wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen möchten. Auf diesem Bild siehst du sehr schön, wo die verschiedenen Instrumente im Sinfonieorchester eigentlich sitzen. Und so wie die Nora uns das im letzten Video erklärt hat, siehst du hier ganz schön, dass die Hörner hier nicht bei ihren Blechblaskollegen hier bei Posaune und Tuba und Trompete sitzen, sondern tatsächlich auf der anderen Seite der Holzblasinstrumente. Und das ist schon die Beantwortung der ersten Frage von letzter Woche. Die Antwort auf die zweite Frage, nämlich warum das Horn eigentlich so gehalten wird, sodass der Schalltrichter nach unten ist, hat zwei Antworten. Einmal, weil es so leichter zu halten ist, wenn die Hand eben im Trichter steckt. Und zum anderen hat die Nora von Intonation gesprochen. Das bedeutet, dass wenn die Hand nicht im Trichter steckt, der Ton eigentlich ein kleines bisschen zu hoch wäre. Und durch die Hand im Trichter wird die Intonation eben perfekt und es passt. Die Antwort auf die dritte Frage, wie lang nämlich eigentlich so ein aufgerolltes Horn ist, wenn man es auseinanderrollen würde, lautet 4 Meter. Stell dir das mal vor. Das ist so, als würde dein Lehrer oder deine Lehrerin die Tafel in deiner Schule komplett aufklappen, von einer Kante der Tafel bis zur anderen Kante der Tafel, wären es 4 Meter. So lange ist eigentlich dieses Rohr vom Horn. Das sind die Antworten und heute starten wir mit einer ganz spannenden Instrumentengruppe. Ich kann es kaum erwarten, es sind die Holzblasinstrumente und die sitzen nämlich hier in der Mitte. Ganz in der Mitte und die Eleonore, die gleich von der Flöte oder Querflöte erzählt, sagt auch, sie sitzen ein kleines bisschen erhöht, also ein ganz besonderer Platz. Und auch für dieses Video habe ich dir 3 Fragen mitgebracht, die du einmal beantworten sollst. Die erste Frage ist, so eine Querflöte ist eigentlich heutzutage aus Silber oder Gold gefertigt. Und meine Frage ist, warum heißt sie aber Holzblasinstrument oder warum zählt sie zu der Familie der Holzblasinstrumente? Das macht doch gar keinen Sinn. Eleonore wird es uns gleich erklären. Die zweite Frage lautet, woraus eigentlich das Mundstück der Oboe gefertigt wird. Und dieser Fertigungsvorgang ist eine hochspezifische wissenschaftliche und handwerkliche Tätigkeit. Und das erklärt uns Annika. Und meine dritte Frage lautet an dich, wie eigentlich der Ton bei einer Flöte entsteht. Auch das ist ganz besonders. Es ist einzigartig im Sinfonieorchester. Kein anderes Instrument erzeugt so den Ton, wie es bei der Querflöte der Fall ist. Jetzt viel Spaß mit Eleonora und Annika, die uns etwas zu Flöte und Oboe erzählen. Wow, jetzt habe ich hier schon wieder 2 Musiker hier neben mir stehen und mit ganz unterschiedlichen Instrumenten. Sagt doch erstmal, wer seid ihr überhaupt und was ist eure Aufgabe so im Orchester? Wo sitzt ihr? Mein Name ist Eleonore, ich bin Flötistin. Ich spiele Querflöte, das ist die kleine Schwester der Querflöte, Piccolo. Genau, und ich bin die Annika und habe hier eine Oboe in der Hand und spiele Oboe im Orchester und spiele noch den großen Bruder quasi, das Englischhorn. Das ist ein Nebeninstrument von der Oboe. Okay, Horn haben wir heute schon gehört, sieht aber ganz, ganz anders aus, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch, also es heißt Corps Anglais ist immer die Sache. Das heißt, es ist quasi ein Engelshorn, sagt man auch. Ist aber eben ein Holzblasinstrument, wie man sehen kann. Mhm. Den Klangvergleich werden wir ja dann gleich auf jeden Fall haben. Und ihr sitzt wo im Orchester? Wo ist euer Platz? Wir sitzen mitten im Orchester in der ersten Reihe. Mittendrin in der ersten Reihe? Jetzt muss ich aber mal fragen, ich dachte, in der ersten Reihe sitzen die Geigen. Wir sitzen ganz vorne und wir sitzen tatsächlich erhöht und wir sind die erste Reihe der Holzbläser. Aha, jetzt muss ich aber mal fragen, Holz kann ich hier sehen? Wir haben ja die Klarinette auch schon gesehen. Sieht ein bisschen ähnlich aus. Sieht ähnlich aus, genau. Aber das sieht mir ja so überhaupt nicht nach Holz aus. Hast du dich vielleicht da vertan, Eleonore? Nein, meine Flöte ist aus Gold
Und man kann aber hier an der kleinen Schwester noch erkennen, das Piccolo ist noch aus Holz. Es ist genauso ein Ebenholz wie die Oboe. Und früher wurden auch die Querflöten aus Holz gemacht, werden sie heute immer noch, aber jetzt vermehrt spielt man auch Silber oder dann sogar Goldflöten im Orchester. Aha, also die Benennung des Instrumentes hat sich irgendwie gehalten über die Tradition, aber gefertigt wird sie mittlerweile tatsächlich nicht mehr nur aus Holz. Ja. Ah, vielen Dank für die Erklärung. Und ich habe mir sagen lassen, es geht immer um das Mundstück, wenn man bestimmen möchte, ob ein Instrument ein Holz- oder ein Blechblasinstrument ist. Wie sieht denn das Mundstück bei dir aus? Ja, ich habe eben hier eine Oboe. Wenn ich jetzt ohne Mundstück da reinpuste, kommt sowas raus. Würde man jetzt nicht so wahnsinnig gut hin. Und dann haben wir eben diese Mundstücke. Das ist ein Doppelrohrblatt und besteht eben aus zwei Hölzern. Ich habe hier mal was mitgebracht. Wir haben nämlich zu Hause als Oboisten und auch als Fagottisten, da kommt dann vielleicht noch einer, der das erklärt, haben wir alle eine kleine Werkstatt zu Hause mit kleinen Hobelmaschinen und anderen Geräten und vielen Messern. Und wir bekommen dieses Holz nach Hause aus Frankreich. In Frankreich bestellen wir das, da wächst das. Das ist so ein Schilf, bestimmte Schilfart. Genau, dann haben wir erstmal dieses und schneiden das dann klein und hobeln es aus. Dann kommt sowas dabei raus. Und dann schneiden wir das noch so zurecht. Das ist schon, kann man ja schon sehen vielleicht, das ist dann schon die Form. Und dann knicken wir das so um und binden es auf dieses Unterteil auf. Die gibt es dann auch zu kaufen. Und binden in bunten Farben irgendein Band darum. Und dann, wenn wir Glück haben, kommt dann ein Ton irgendwann raus. Und das klingt so. Ach, meine, das heißt, ihr seid ja gar nicht nur Musiker, ihr müsst ja gar nicht nur lernen, ein Instrument zu spielen, sondern scheinbar auch einen wichtigen Teil davon selber zu bauen. Habe genau. Ich das richtig verstanden? Wir sind auch, wir müssen schon handwerklich auch einigermaßen begabt sein. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mir, bevor ich meinen nächsten Tisch kaufe, frage ich dich mal, du kannst mir vielleicht auch einen zusammenschreinern. Ja, das so schön wird, weiß ich nicht. Aber ja, aber es ist schon viel Arbeit und also man hat schon viel damit zu tun. Man muss das natürlich auch erstmal lernen und es ist eben ein sehr, es ist auf 110 Millimeter muss man das zurechtschnitzen und so weiter und dann, genau, kann man nur hoffen. Und es funktioniert im Prinzip, also es sind ja zwei Hölzer gegeneinander und wenn man, das haben ja wahrscheinlich alle, jeder schon mal gemacht, wenn man auf einer Wiese sitzt und zwei Grashalme nimmt und die so aneinander zwischen die Finger spannt und dann so macht. Ja, genau. Das ist genau dieses Prinzip im Prinzip, was hier passiert zwischen diesen zwei Hölzern. Hm. Ja, das klingt sehr ähnlich. Genau. Stimmt. Genau, jetzt wollen wir aber mal hören, wie nicht nur die Mundstücke sich anhören, sondern auch das ganze Instrument. Wir haben uns nicht abgesprochen, wer anfängt. Vielleicht fängst du erst mal an, Elena. Ja, dann fange ich mal mit der kleinen Schwester an, mit der Piccolo. Mal sehen, ob ihr das Lied erkennt. Das war aber auch ganz schön hoch am Schluss. Ich habe es aber auf jeden Fall erkannt. Ich weiß nicht, wie es den Zuschauern zu Hause geht. Ich verrate es jetzt einfach mal. Das war Pippi Langstrumpf. Ne? Ja. Oder habe ich mich verhört? Na klar war es das. Genau, jetzt wollen wir aber hören, wie sich denn der Unterschied von Holz und Blech anhört. Blech? Also, Gold! 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 Entschuldigung. Sehr schön. Jetzt bin ich aber mal ganz gespannt, wie sich im Vergleich dazu die Oboe anhört. Ganz anders. Ich spiele mal aus, vielleicht kennt ihr das alle, von Peter, von Prokofjew, Peter und der Wolf. Mhm. Und es passt ganz gut zu der Geschichte, die wir vorhin hatten, mit von wegen Grashalm und so. Klang ja auch vielleicht schon ein bisschen wie eine Ente. Und die Oboe übernimmt nämlich die Rolle der Ente. Vielen
Dank. Das klang aber wirklich wie eine Ente. Also meine Güte, richtig, richtig geknackt. Jetzt klingen hier zwei Holzblasinstrumente so unterschiedlich und werden auch noch anders gespielt. Wir haben das ja schon bei den bisherigen Instrumenten gehört, bei der Trompete, bei dem Horn haben wir immer gehört, dass einer von vorne in das Instrument reinbläst. Das ist ja bei dir ganz anders. Ja. Wie entsteht denn bei dir überhaupt der Ton, wenn der gar nicht da in das Instrument reingepustet wird? Ja, wir sind das einzige Blasinstrument, was überhaupt nichts im Mund hat. Ich forme mit meiner Lippe eine Düse und blase diesen gebündelten Luftstrahl gegen die Kante dieses dieser Mundplatte. Mhm. Und dadurch wird die Luft in Schwingung versetzt und die Flöte fängt an zu klingen. Ich mache so. Das erinnert mich an so eine Flasche. Wenn man eine Glasflasche hat und irgendwie so drüber pustet, ist das genau, so ungefähr das Prinzip. Richtig, okay. Jetzt können wir natürlich den Ton bei einer Flasche nur dadurch verändern, indem wir mehr oder weniger Wasser reinfüllen. Lass mich raten, das machst du wahrscheinlich mit den Klappen, die du betätigst. Richtig, das mache ich erstmal mit den Klappen. Je mehr Klappen bedeckt werden, desto länger wird das Rohr. Und ihr habt das vielleicht schon gelernt. Je länger ein Rohr ist, vom Fagott, das ist ganz tief, die Piccolo ist ganz klein. Je länger das Rohr ist, desto tiefer ist der Ton. Also je mehr Klappen ich zumache, desto tiefer ist der Ton. Auf der anderen Seite gibt es eine Überblastechnik. Ich habe denselben Griff, könnt ihr sehen. Ich verändere den Winkel des Luftstrahls gegen die Kante und dadurch wird die Luft doppelt so schnell gebrochen und dadurch entsteht eine Oktave. Meine Güte. Jetzt müsste man aber, dann verspielst du dich doch normalerweise bei jedem zweiten Ton einmal ein bisschen, wenn man sich nur ein bisschen das Kinn hebt, hat man schon einen anderen Ton. Das erscheint mir aber ganz schön schwierig. Da muss man bestimmt lange für üben. Ja, man muss lange für üben. Und man verspielt sich dann vielleicht trotzdem. Nein, aber man, natürlich, das ist wie bei jedem Instrument, wie beim Tennis, wie bei den Sportarten. Man muss einfach trainieren, man muss üben. Mhm. Ohne das geht es nicht. Okay. Ja. Jetzt interessiert mich aber natürlich brennend, wie ihr gemeinsam klingt. Und da würde ich euch gerne einfach mal die Möglichkeit geben, dass ihr hier gemeinsam ein Stück spielt. Ich bin ganz gespannt, was wir zu hören bekommen. Also wir spielen aus Wilhelm Tell von Rossini. Tatsächlich ein Stück, das wird im Original im Orchester auch so gespielt. Das Englischhorn spielt die dicke Melodie wie eine Ente. Und die Flöte muss drumherum tanzen. Wie bei Peter und der Wolf, der kleine Vogel. Wir sind ganz oft die Virtuosen in dem Holzbläsersatz. Gut. Das war unfassbar schön. Es hatte so ein Gefühl von irgendwie miteinander und doch gegeneinander. Das war ein ganz, ganz schönes Zusammenspiel. Ganz, ganz toll. Wow. Jetzt muss ich aber mal fragen, während Eleonore so ein bisschen entspannt gewirkt hat beim Spielen, hattest du zwischendurch einen ganz schön roten Kopf? Ist das so anstrengend? Ist das Interessante bei der Oboe ist, also wir haben ja eben unsere Mundstücke, das ist jetzt beim Englischhorn ja ein bisschen größer, aber man sieht, dieses Loch, wo die Luft durchkommt, kann man das sehen, ist sehr, sehr klein. Das heißt, unser Problem ist, wir haben eigentlich immer viel zu viel Luft. Wir dürfen eigentlich gar nicht so viel Luft holen und versuchen immer die Luft loszuwerden. Und das Problem ist auch, wenn wir dann atmen müssen, müssen wir eigentlich erstmal ausatmen, bevor wir wieder einatmen. Und deswegen kriegen wir dann
also ich besonders mit den blonden Haaren, aber man kriegt einen roten Kopf dabei. Mhm. Aber es ist, ja schon, es ist natürlich anstrengend, aber das sind alle so mit dem Eleonore, sieht halt sehr entspannt aus, aber wir brauchen schon alle viel Luft. Ja, wir haben meistens leider ein bisschen zu viel. Ja, wäre schön, wenn ihr ein bisschen was abgeben könntet an die anderen. Ne? Ja, wir haben heute schon gehört, dass es auch viel, viel, viel um Atemtechnik geht. Gibt es was, wo ihr euer Instrument mal für was anderes gebraucht als die Klassik? Natürlich höre ich auch andere Musik. Ich höre furchtbar gern Radio und Ed Sheeran, Mark Foster, Adele liebe ich. Aber um mich einzuspielen, spiele ich auch einfach mal schöne Filmmelodien. Zum Beispiel... Das ist mir auch tatsächlich bekannt vorgekommen, vielleicht den Kindern zu Hause auch. Das war sicherlich Harry Potter. Richtig. Genau. Ich danke euch vielmals. Es war super interessant, mit euch zu plaudern. Und ihr habt wundervolle Instrumente. Ich finde es ganz begeisternd, was wir heute hier für eine Vielfalt erleben. Und ich danke euch vielmals dafür, dass ihr da wart. Dankeschön. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ich bin hin und weg von Oboe und Flöte. Ich finde es so spannend, was das für unterschiedliche Instrumente sind. Und doch spielen sie in der gleichen Instrumentenfamilie, nämlich der Instrumentenfamilie der Holzbläser. Und wir schauen uns nochmal an, wo die hier sitzen. Hier siehst du sie, da sind die Flöten und direkt nebendran die Oboen. Was das hier für Instrumente sind, wirst du im nächsten Video erfahren. Du kennst vielleicht noch andere Flötenarten, wie zum Beispiel die Blockflöte. Auch die Blockflöte nennt man Flöte, obwohl man sie ja nicht so spielt, sondern so. Und das Mundstück nimmt man in den Mund und bläst nicht wie bei der Querflöte einfach darüber. Also merk dir, wenn du von Flöte sprichst, ist nicht immer klar, was gemeint ist. Querflöte ist allerdings dieses Instrument und das kann man auf jeden Fall dann auch ganz klar zuordnen. Jetzt hoffe ich, dass dir mein Video gefallen hat. Und wenn es dir gefallen hat, dann abonnier doch meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke. Dann wirst du jedes Mal informiert, wenn es ein neues Video zum Thema Sinfonieorchester gibt. Und wie gesagt, beim nächsten Video schauen wir uns die anderen Instrumente in der Instrumentenfamilie der Holzbläser an. Bis dahin, ganz liebe Grüße, dein Herr Smart.